Hallo, ich bin Ulle Scharfs, ich bin Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und ich bin frauenpolitische und queerpolitische Sprecherin der Grünen. Und ich bin hier, ich bin in diesen Bundestag gegangen als Feministin, um für die Rechte, um für die Selbstbestimmungsrechte von Frauen, von Feministinnen und für alle Menschen und alle Selbstbestimmungsrechte zu kämpfen. Und darum bin ich hier in Solidarität mit euch, euch in eurem Kampf, in unserem gemeinsamen Kampf zu unterstützen. Und ich war vor ungefähr 4 Wochen in Polen und habe mit Aktivistinnen, mit euch in Polen gesprochen, mit LGBT-Communities, mit Aktivistinnen, mit den Frauenrechtlerinnen. Und das, was in den letzten Tagen und Wochen in Polen passiert ist, was mit dem Gerichtsurteil, was kein Urteil ist, passiert ist, ist ungeheuerlich. Da müssen wir alle zusammen solidarisch stehen. Und dafür werde ich in diesem Bundestag einstehen. Denn diese Bundesregierung hat sehr wohl auch damit zu tun, zu sagen, was passiert im Nachbarland Polen, was macht diese Regierung mit den Rechten von Frauen, von LGBTIQ. Das, alles das geht diese Bundesregierung an. Die haben im Moment die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Und was ist das, was wir hören? Wir hören viel zu wenig Solidarität, europäische Rechte, Menschenrechte, Human Rights are Women Rights. Und das wird gerade in Polen mit Füßen getreten. Und ich möchte einfach nur noch mal sagen, ich bin unglaublich beeindruckt von eurem Kampf, von eurem Mut, aber auch von eurer Lust an diesem Widerstand. Und genau darum geht's. Die Lust ist stärker als dieses Patriarchat. Solidarität.